fertig sind wir, Leute. Mit der Ernte. Und dann können wir direkt weitermachen, ne? So, machen wir hier. Machen wir da. Tür zu. Und dann fahren wir mal wieder zurück, ne? Zu unserem Hof. Mal kurz ein Schluck Wasser. Ich muss schon ein bisschen Wäsche aufhängen, deswegen hat es einen kleinen Moment länger gedauert. Wie geht's euch? Also mir geht's gut soweit. Ich hoffe dir auch, Benny. Ich hoffe dir auch. So, erstmal wieder richtig hinsetzen hier. So, Weizen ist im Boden drin und dann müssen wir uns jetzt, glaube ich, gleich mal um die Kirschen kümmern. Leckere Kirschen, Leute. Alles im grünen Bereich bei dir, das ist schön. Das freut mich. So. Ach, herrlich. Ist halt maximal entspanntes Game, ne? Ja, Kirschmarmelade. Können wir hier nicht herstellen, Heidingsfeld. Wir können nur Kirschen verkaufen, aber vielleicht kommt das irgendwann nochmal. Aber ich glaube, wir können Honig. Honig können wir auch noch runterholen, glaube ich, von der Plantage. Und wir müssen mal gucken, was unser Braumalz macht. Das müssen wir zu Malzschrot verarbeiten für unsere Bierproduktion hier, ne? Das müssen wir dann irgendwann auch nochmal machen. Und wir spielen nicht mehr mit Seasons aktuell. Weil, finde ich zu langweilig. Wir wollen Progress haben hier. Wir wollen Millionen scheffeln. Oh, schon wieder nicht gewonnen. Glückwunsch an alle. Ach ja, so ist das, ne? Moin Florian, ich grüße dich. Hallo. Frage, und zwar Zuckerrüben. Kann man nicht für Produktion gebrauchen? Nein, leider nicht, Kane. Nein. Bei dem Wetter macht es keinen Spaß, ins Stadion zu gehen. Echt nicht? Aber ihr habt doch gewonnen. Habe ich was verpasst hier? Ach nö. Eigentlich nicht. War gerade ein bisschen lustig, aber ansonsten nö. Nicht wirklich. Würde ich jetzt behaupten, also. Passt schon. Aber trotzdem arschkalt, das stimmt. 1 Grad minus. Ja, hier sind auch 3 Grad im Pott. Also ist auch richtig arschkalt. Kleine Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen Abo 1 und Abo 3? Der Geldpreis. Und man hat mehr Emotes, Deckungsnoob. Also bei Substufe 1 hast du, glaube ich, 15 Emotes drin. Bei der Stufe 2 hast du, also die erste Stufe kostet 3,99, die zweite kostet, glaube ich, 8. Und die andere kostet 9 Euro, glaube ich. Und da hast du nochmal ein paar zusätzliche Emotes mit dabei. Ach, alles gut, Ricky. Alles gut. Ich habe mal markiert, ne, habt ihr bestimmt gerade gesehen im Watchchat. Und fahr weiter hier mit deiner Bumsbude hier. Hopp. So. So, jo. Sehr gut. Ja, das ist schon mal gut. Habe ich schon eine Weile gefragt. Ach, alles gut. Wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach Fragen. Ne? Das ist halt, so, jetzt müssen wir mal gucken. Muss mal kurz einstellen, dass wir das hier... Alt-I. Verdammt.
wollte eigentlich... Ach, verdammt. Warte, wir laden nochmal auf. Abladeart wechseln. Alt Q. In Paletten. Wollen wir abladen gleich, ne? Das habe ich beim letzten Mal auch nicht gemacht. Deswegen. So. Huch, was ist denn jetzt los? Er hat geladen. Schlepper ein bisschen groß für die Map. Nö, wieso? Warum? Ich finde gut. Der hat ordentlich Power. Kannst du alles mitmachen. Tiefen lockern, flügen. Ansonsten fahre ich einen 724er. Aber ich finde den recht nett. Die Lottozahlen? Nee, die können wir nicht sagen. Nee. Zu groß gebe ich nicht. Ach, weiß ich nicht. Also ich fand den ganz cool, weil er halt so viele Funktionen hat, weißt du, deswegen habe ich den jetzt genommen. Und deswegen passt das, glaube ich. Biene, moin, grüß dich, hi. Na, wie ist es? Schönen Samstag euch allen nochmal gewünscht, ne? Das wäre die nächste Frage gewesen. Ach so, na dann. Ich glaube, die Frage kann dir niemand beantworten. Und selbst wenn sie dir einer beantworten könnte, würde er sie, glaube ich, nicht beantworten. So. Hell, moin, Grüße. So, alt I. So, guck mal. Haben wir jetzt alles schön abgeladen hier. Das heißt, wir können die Drille gleich wieder hier reinpacken. Aber wir müssen erstmal die Sachen wieder stapeln, ne? Old Micha, Nabend, Grüße. So, Palettenladen, Leute. Wollte ich eigentlich nicht beide direkt nehmen, aber okay, gut. So, wir laden die mal irgendwo kurz ab, weil ich wollte eigentlich nur die eine Palette. Die hier. Huch. So, jetzt habe ich sie. Schneefall. Also wir haben gar keinen Schnee hier in NRW. Zumindest nicht da, wo ich wohne. Im Pott. Da gibt's sowieso keinen Schnee. Ah. So, jetzt. Sag mal. Verarscht mich das Ding hier, oder was? So, komm da drauf. Hopp. Das Ding verarscht mich hier, oder? So. Das Ding verarscht mich doch, oder? Wieder alles per Hand machen hier. So. Jetzt aber. So, mal gucken hier. Die ist anhänglich, ja, ja. Ich glaube auch. Mahlzeit Cobra Müller, Grüße, hallo. Lass mal gucken hier. Upp. Ach, herrlich. So, jetzt noch den Dünger aufladen, also dann die Drille wieder reinfahren und dann kümmern wir uns um die Kirschen, Leute. Kirschen. Wenn wir schön Kirschen ernten, jede Menge, die müssen wir da auch wegfahren. Brauchst du mal einen Teleskoplader? Nee, du kannst die rauf und runter fahren. Ricky. Gutes Händchen. Oh ja, es geht. Aber es geht schon, geht schon. Gibt es eine Kirschfarm? Ja klar. Hier. Auf der neuen Map. Ist ja eine neue Version. Hier ist eine Kirschfarm. Die gehört uns auch.
Da werden gleich Kirschen ernten. So. So, jetzt müssen wir einmal hier das Ding parken. Ewig nicht mehr gespielt. Boah, gab es richtig coole Sachen hier. Muss ich die Habdibix-Uhren in den Zip von Fiat schieben? Genau, richtig, Paradox. Richtig, genau, korrekt. Genau, einfach da reinschieben und dann überschreibt er die Dateien. Und dann, wenn er dich fragt, soll das wieder empackt werden oder wieder gepackt werden, dann sagst du einfach ja. Und dann geht das. Genau so. Guck mal, die passt da genau rein. Sehr schön. Jetzt müssen wir einmal hier durch. So. So, da parken wir den mal. Spieler aktuell der Achtern-League. Die soll echt schön sein. Ich habe mir die auch mal angeguckt. Nur mal kurz drüber geschaut. Auch echt eine schöne Map. Was? Wie gewollt und nicht gekonnt. Das ist richtig, ja. Das ist richtig, Ricky. So, da kommt jetzt hier wieder rein. So. So, fällig. So, Leute, dann lass uns doch mal zum Händler fahren hier mit dem John Deere. Den haben wir auch noch. Huch. Und holen uns mal einen Kirschernter, ne? Schon alles offen hier. So. Was, wenn du deine Multiplayer-Stream machst? Spielst du auch Modern Warfare 3? Nein. Wir spielen LS gemeinsam in der Multiplayer-Woche. Wir spielen ETS, ATS, Wreckfest, Marvels und Stream. Und ich spiele jetzt seit heute ohne Seasons. Auf der Frühling spielen wir nach wie vor mit Seasons, aber hier spiele ich jetzt ohne. Habe ich vorhin umgestellt. Meistens Simulation. Wir werden auch einen Flug machen im Flugsimulator. ACC gibt es da in der Multiplayer-Woche. Ja, das ist so der Plan. Ne? Gucken wir mal. Ricky wird jetzt wieder sagen, endlich mal einen richtigen Traktor, ne? Moinsen, Tobi, ich grüße dich. Na, wie ist es? Flight Sim spielen wir auch immer mit Stefan. Er fliegt und wir stützen ab. Ach so, ja gut, naja. Klingt gut, ja. So, ich hab's mir verkniffen. Ja, ja, ist klar. Alter John Deere Fanboy, du. Ich lebe auch einen Job für Johnny. Ja, der Johnny ist echt cool. Also ich mag den. Der ist gerade so für kleine Arbeiten, Hofarbeiten echt cool. Ist der von LSFM. Ich mag den halt, ne? Bis auf schlechte Nachrichten gerade von einem Bäckerkollegen geht's mir gut. Bei dir? Bei mir ist auch alles bestens, Tobi. Hör mal. Ist aber eine fiktive Karte. Ja, ja. Genau, ist eine fiktive Karte. Richtig. Weil es sind immer wieder anders. Die ist immer wieder anders, ne? Also keine Hofbergmann gleicht der vorherigen Version vom LS, ne? Sind immer unterschiedlich. Und immer wieder neue Sachen mit dabei. Valando, guten Abend, hallo.
Grüße. Wunderschönen Samstag euch allen gewünscht. Christoph, guten Abend, hallo. So, wir machen jetzt gleich Kirschen, Leute. Wir fahren jetzt gleich zur Kirschplantage. Da werden wir jede Menge Kirschen transportieren. Ich weiß noch nicht, wie ich sie transportieren werde, aber wir werden sie transportieren. Weil die werden nämlich in Kisten ausgeladen. Na, guck mal, hab eine Frage. Hab einen G-Portal-Server, bekomme auf Bergmann nicht draufgeladen. Musst du FTP nutzen, Christoph. Du findest in deinem G-Portal-Dashboard Server, ne, also da, wo du quasi auf online stellst, den Server, findest du FTP-Daten. Das kannst du via FTP hochladen. ich baue auch. Ich habe auch ein bisschen was gebaut, Deutsche Gamer, ja. Ich kann euch gleich mal zeigen. Ich habe nämlich so einen kleinen Industriepark gebaut. Gerne. Oder FileZilla, genau. FileZilla heißt das Programm, das kann man kostenlos herunterladen. Da gibt man dann einfach die Zugangsdaten ein und da lädt man dann die Map hoch. Weil die ist halt relativ groß und das mag das Webinterface nicht, ne? Ja. Also jetzt Mod, also so eine Map bauen oder so, das kann ich nicht. Aber ich baue dann mal einen Hof oder irgendwie sowas. Oder auch andere Sachen. Ab und zu mal. Hab schon mal heruntergeladen gehabt. Kenne mich da nicht aus. Hab's irgendwie nicht geschafft. Da gibt's ein Tutorial dazu. Auf der G-Portal-Seite. Einfach mal gucken. Ne? Und aktuell, Leute, bei G-Portal, ne? Guck mal. Hier. Voll noch bis morgen, 24 Uhr, also ne, am 26. 60% Rabatt auf alle neuen Server, ne? Wenn das kein Angebot ist oder ein Schnapper, richtig gut, ne? 60%, Wahnsinn, fast umsonst. Das heißt, für einen Server im LS 16 Slots mit 25 GB Modspace bezahlt ihr statt 145 Euro 65 Euro. Riesen Angebot, Leute. Martin, guten Abend, hallo. Also wenn die Leute das hier auf YouTube sehen, es ist zu spät. Es ist schon vorbei, ne? Hm? 60% auf alles außer Tiernahrung. Richtig. Der Klassiker, ne? Der Klassiker. Gehen wir mal rein hier. Ich brauche Kirschzeug hier. Ja, Kirschtechnik. So. Zack, den kaufen wir uns. Kostet 6.500. Let's go. Und dann geht's weiter, ne? So, lustig. Ja, klar. Da werde ich es nächsten Tage mal schauen wegen hochladen. Ja, genau. Alles gut. So. Ricky war vor Ort dabei. Ja, ja. So. Angeladen haben wir den. Jetzt fahren wir mal rüber zur Kirschplantage. Wir werden Kirschen ernten. Was gefailt? Wer? Steve und ich? Nee. Nee. Wir haben gar nicht gefailt. Wie kommst du darauf? Nee, war zu weit weg. Agentechniker war echt cool. Hat echt Spaß gemacht. Lass mal kurz gucken. Wo müssen wir denn hin? Immer geradeaus. Und dann oben rechts. Mit der Produktion. Habe sie auf der Map. Du kannst sie nicht kaufen. Aber ich habe keinen Output. Was denn für eine Produktion, Deutsche Gamer? Die Fischzucht. Die Fischzucht? Jetzt hier, auf der Hof Bergmann oder wo? Genau. Das ist eine gute Frage hier. Der Tobi kann dir bestimmt helfen. Ich kenne mich mit der Fischzucht gar nicht aus. Also jetzt auf der Hof Bergmann ja, aber nicht die Mod. Die kenne ich nicht. Da kann ich nichts zu sagen. Was? Schalke 0-2. Ich hoffe, die spielen 0-4, hör mal.
Passt ja dann. Also eigentlich schade, ne, dass sie in unsere Liga bald absteigen, wenn es so weitergeht. Weil eigentlich hätte ich die schon gerne wieder in der Bundesliga gehabt. Falscher Knopf. Hä, wir haben 4-2 gewonnen, wir haben ein Spiel gedreht. Immer. Wir können immer nur von hinten hier, ne? Also, so, ihr wisst schon. Wir müssen erst zurückliegen. Dafür kommt Dresden hoch. Hä? Damit sie das nächste Jahr wieder absteigen? Ja, schön. Wie war das? Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad. Dynamo. Gegen meine Fortuna kann man mal verlieren. Das ist richtig, ja. Pech wäre es 3-0 gewesen. War aber nicht. Aber Dortmund, das Geilste, das, was ich bei Dortmund nicht verstehe, ne, ist einfach, die holen jedes Jahr wieder irgendwelche Stürmer, ne, die sollen mal vernünftige Abwehrleute kaufen, ne, also jetzt mal ohne Flachs, ne, ich weiß es nicht, ne, also einfach mal in die Abwehr investieren. Also, ne, jedes Jahr werden irgendwelche Mittelfeldspieler geholt. Wir haben, glaube ich, gefühlt 48 Mittelfeldspieler und, weiß ich nicht. Ne? Naja. Keine Ahnung. So, wir machen jetzt erstmal Kirschen, Leute. Das kann ein bisschen dauern, ne? Torwart. Ne, wieso? Torwart haben wir einen guten. Hä? Der ist doch gut. Unser Torwart ist richtig gut. Nichts gegen Kobel, hör mal. So, Kirschplantage, Leute. Süßen Früchtchen. So. Oder 30 Millionen für einen durchschnittlichen Mittelfeldspieler von Wolfsburg. Ja, das habe ich ja auch nicht verstanden. Warum die Nemscha geholt haben. Weiß ich nicht. So, warte mal. Wie funktioniert das jetzt nochmal hier mit dem Ding jetzt? Wir müssen erstmal X für Markierung einschalten, ne? Und dann einfach B drücken. Und jetzt müssen wir einfach da, wo die Kirschen sind, in diesen Marker fahren. Warte mal, man konnte den auch verschieben, habt ihr gesagt, ne? Ach, guck mal, den kann man auch ein bisschen mehr ranpacken. Ah, mit der linken Maustaste. Sehr schön. Und jetzt müssen wir quasi dahin, wo Kirschen sind. Ich guck mal kurz. Hängen denn überhaupt irgendwo Kirschen noch dran? Weil nicht, dass ich jetzt irgendwo ranfahre. Ich guck mal kurz. Kirschen. Sind hier auch noch Kirschen dran? Also ich sehe gar keine Kirschen mehr. Hä? Hat das damit zu tun, weil ich Seasons ausgeschaltet habe? Sind alle im Wachstum. Okay, wir können gar keine Kirschen ernten. Nö, sind noch im Wachstum. Toll. Probier es einfach aus. Nee, die müssen optisch da sein, ansonsten geht's nicht. Stream zu Ende. Nö, wieso? Wir haben doch genug andere Sachen zu tun. Ist noch nichts dran, ne? Nee. Gut. Normalerweise werden die nämlich angezeigt. Ist aber nicht schlimm. Wir gucken mal. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Anzeigefehler, weil ich jetzt Seasons ausgemacht habe. Aber es kann natürlich auch durchaus sein. Das ist da gar nicht. Nee, ist nichts dran, ne? Nee. Da ist nichts dran. Nee. Okay, können wir da ausschalten. So, da fahren wir da zurück. Die Kirschen sind nur zum Verkaufen, ja. Nur zum Verkaufen. Die kannst du nicht weiterverarbeiten, leider. Noch nicht. Vielleicht in der anderen Version. Nee, geht nicht. Also da müssen rote Kirschen dran sein. Das habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Unsichtbare Kirschen. Kommando zurück. Genau. So, das heißt, wir können den hier eigentlich stehen lassen. Das funktioniert nicht. Also du kannst hier keine weiteren Produktionen hinzufügen, wenn sie nicht Standard sind. So. Sind wir mal hier wieder am Hof? Okay. Das mit den Kirschen hat nicht funktioniert, aber wir können, glaube ich, Braumalz rüberfahren. Schade mit den Kirschen. Da müssen wir noch ein bisschen warten, ne? So, gehen wir mal wieder in unseren schönen... Ach, hier.
724er Vario SCR vom Schnibbel, ne? Ach, dieser Sound, ne? Boah, ich liebe ihn. So. Hier holen wir unsere Kipper. Nix Marmelade. Nein, keine Marmelade. So, da fahren wir mal hier mit unseren Kippern hier mal lang. Nicht von der Hofbergmann. Also auf anderen Maps klappt's. Weil du kannst auf der Hofbergmann keine zusätzlichen Produktionen platzieren. Also. Ja. So, wir nehmen mal hier den Doppelkombi mit. Es gehen nur die Standardproduktionen, ne? Das heißt, die kannst du, die vom LS kannst du nehmen, aber nicht die anderen. So. So. Schöne Kombi, ne? Let's go. Ausfahrt. Jetzt morgen halt keinen Kirschkuchen. Nein, leider nicht. Ach, dieser Sound. Herrlich. So, da fahren wir jetzt zum Malzwerk und werden ein bisschen was abholen. Nee, keine Kirschpfannkuchen oder sowas. Gibt es leider nicht morgen. Ist er zu laut oder geht er doch? Ist gut, ne? Vielleicht, ne? Ich hoffe nicht, ey. Noch ein Traditionsclub irgendwie in der Versenkung verschwunden. Boah, das wird krass, glaube ich. Aber ich will das nicht. Das ist doch scheiße. Dann sehen wir die ja in Würzburg, richtig. Hat BVB in der dritten wäre cool. Nee. Aber Leverkusen auch wieder gewonnen, ne? Ich spiele eine richtig bockstarke Saison. Aber es reicht sowieso wieder nicht für die Meistertitel. Schalke gehört in die erste. Geht mir genauso, Martin, ja. Die Derbys fehlen halt, ne? Finde ich auch. Ich vermisse das auch. Ja. Weil dieses Frötzeln mit meinen Kollegen und Freunden und so, ne? Aber alles auf einer humanen Schiene, ne? Ich möchte sie fest auf die Map bauen, nicht als Mod. Das geht nicht, Deutschgamer. Das funktioniert nicht. Das kannst du nicht auf der Hofbergmann. Das ist nicht möglich. Guten Abend, Wasserwelt. Grüße dich. Na, wie ist es? Du darfst vielleicht mal im LSFM-Forum nachfragen. Ein Kali. Grüße. Na, wie ist es? So, wir holen uns gerade ein bisschen Braumalz ab. Wollen eigentlich Kirschen ernten, aber es sind keine Kirschen da, ne? Wirklich schade. Wie geht's mir? Mir geht's gut. Und selber? War es ein bisschen laut, ne? Bisschen leiser. So, holen wir mal das Braumalz ab. Und das fahren wir dann jetzt rüber zur... um daraus Malzschrot zu basteln, ne? Der ist richtig laut. Ich hab's geschafft. Sehr schön, Sky. Glückwunsch. Glückwunsch. Aber ich mag den Sound hier von dem Fahrzeug. Galgenberg vom Yogi. Ja, die ist auch richtig geil. Richtig schöne Map. So, Achtung. Ja, du musst natürlich auch da runterfahren. Ne? Mal das hier raus. Oder dahin. Eigentlich hier, ne? Ich nicht drüber. Ja. So nimmt mir das jetzt hier nicht an. Ja. Da kommt das Braumalz raus, oder nicht? Servus. Servus. Oder muss ich dem Typen sagen, der soll es rausladen, oder wie? Oder ist es der falsche Trigger? Haben wir den Fehler nicht schon mal gemacht? Oder ist es der Trigger hier? Warte mal. Der ist das, ne?
Ach, hier müssen wir runter. Ach, verdammt. Stimmt, da können wir nur die Dinger umstellen. Eigene Map gebaut und wollte jetzt ein paar Produktionen drauf machen, aber ich habe das Problem. Also da können wir dir, glaube ich, gar nicht helfen. Also da weiß ich nicht. Also es ist, glaube ich, kein Modder gerade hier. Also da bin ich raus. Ich glaube auch viele der Zuschauer hier, Deutsch Gamer. Also da bin ich echt raus, also. Ja, wie dumm eigentlich auch, ne? Ach stimmt, da werden nur die Säcke. Die Säcke kommen da nur hin. So, warte, jetzt. Ach, guck mal hier. Da kommt das gute Zeug. Wie viele Liter haben wir denn jetzt? Oh, 4600 Liter, das ist noch nicht so viel, aber fürs Erste reicht das schon mal, ne? Hup, machen wir mal zu hier. So, Abfahrt. Braucht man das okay? Wenn man das für den eigenen, wenn man das für sich selber machen will, braucht man nicht das okay. Man darf die bloß nicht hochladen. Ne? Das heißt, alles, was man privat hält, ist vollkommen in Ordnung. Und es gibt ja viele Leute, die fuschen ein bisschen rum an ihren Maps. Das ist vollkommen okay. Aber man darf sie dann nicht hochladen. Ne? Und wenn man die natürlich dann veröffentlichen möchte, braucht man natürlich die Zustimmung von dem Modder. Ne? Vom Ursprungsmodder. Das ist vollkommen richtig. Was mich dazu gebracht, dass ich auch mit Mais Plus zocke. Ja, cool. Freut mich doch. Ich zocke jetzt allerdings ohne Seasons. Ich habe jetzt Seasons hier ausgeschaltet, weil mich das immer hier so ein bisschen stört. Ne? Mais Plus ist einfach genial. Mittlerweile schon. Also, ich finde es jetzt auch in Ordnung. Es ist immer ein bisschen was anderes, ja. Muss man natürlich mögen, aber jo, also ich finde es nicht schlecht. Mal zur Schrot-Geschichte hier. Wir müssen nämlich Malzschrot herstellen. Muss ich da mal gucken, wo ich das reinkippe. Nicht, dass ich das den falschen reinkippe. Gute Nacht, Pirate. Mach gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. War doch hier vorne, ne? Ah, hier ist es. Malzschrot, Malzschrot. Malzschrot war hier rechts, ne? War das hier rechts die Produktion? Anlieferung, Produktion. Werden wir gleich sehen, ne? Malz, jo, das ist er. So, reingekippt haben wir sie. Ist sie auch schon direkt am Laufen. Ich weiß immer nicht, ob ich die noch einschalten muss. Normalerweise starten die automatisch, aber wie lange mache ich heute, weiß ich gar nicht. Bis ich Feierabend mache. Wie sie mich verabschiede in der Regel. Mal kurz gucken. Ah, Malz, genau. So, Malzschrot. Müssen wir noch aktivieren, ne? Hup. So, läuft. Ach, guck mal, es geht relativ fix. Schön. Mach mir da nie mehr Gedanken drüber. Alles fit heute? Ja, Butcher. Und selber? Alles gut. So, muss ich noch irgendwas vom Händler holen? Ich bin gerade am Überlegen. Muss ich da noch irgendwas abholen? Ich glaube nicht, ne? Weil dann könnte ich das nämlich auf dem Weg mitmachen. So, die Produktion läuft. Das heißt, wir können bald... Na, fahren wir erstmal wieder zurück, glaube ich. Jo, wir fahren jetzt erstmal wieder zurück. Dann holen wir noch den Muli ab. Dann können wir noch den Big Bag aufladen. Den können wir dann noch mitnehmen mit Kalk. Und wir könnten schon mal ein paar Sachen zur Dingens fahren. Zur Bierbrauerei. Wir brauchen noch Hopfen. Und Hefe. Das können wir dann gleich schon mal rüberfahren. Danke, mir geht's auch soweit. Der Umstände entsprechend. Juhu. Dann geht's ja.
Danke auch für eure ganzen Follows, Leute. Vielen Dank. Einen wunderschönen Samstagabend euch gewünscht. Und dann können wir uns gleich Gras beschäftigen. Ne? Also hier Gras mähen und so. Haben wir noch gar nicht gemacht mit Mais Plus. Wir brauchen, glaube ich, frisches Gras, ne? Für die Tiere. Für Schafe und für Kühe. Das füllt nämlich dann 3 Triggerpunkte, meine ich. Da müssen wir gleich nochmal gucken. So. So, können wir die nicht gleich wieder abstellen. Ich glaube, der Muli stand hinten noch bei der Kirche. Können wir mit denen dann gleich die anderen Sachen noch holen. Muss man einen neuen Spielstand machen? Kommt drauf an, welche Version du vorher hattest, Let's Fail. Wenn du die Beta 2 oder die Beta 3 hattest, ja. Wenn du schon die 1.3er Version drauf hattest, nein. Leute, Erntezeit. Let's go. Steht aber alles auch immer mit dabei. Also in dem Dokument. Carsten, ich grüße dich. Hi. Ein wunderschön. Na, wie ist es? Alles gut? Guck mal, hier ist unser Mais. So. Rum. Sehr schön. Ist dauerkrank. Oh, nicht gut, aber gute Besserung. Eieiei. Gute Besserung, Butcher, ey. Mann, 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 das hört sich ja gar nicht gut an. Alles bestens. Bei mir ist alles gut, Carsten. Ja, gute Genesung immer. Das hört sich echt nicht gut an. Tieren geht's, hoffe ich, auch noch gut. So, wir fahren jetzt mal hier rein. Da müssen wir mal gucken. Ernte 24, aber mit Leerschritt bitte, Benny. Dann klappt das auch. So, guck mal. Das funktioniert. Zurück. So ist gut. Sehr schön. Können wir eigentlich mal ausmachen, die Bude, ne? Machen wir erstmal aus. So. Gut, dann gehen wir mal zu unserem Muli. Und besorgen mal ein paar Sachen für die, ach, guck mal, produziert recht schnell, ne? Für die Brauerei, ne? Wo steht denn der? Ach, da steht er doch hier. Der hatte auch noch Weizen drauf, ne? Gut, dann gehen wir mal kurz zum Händler. Oder fahren da erstmal kurz hin. Oh, ich habe auch wieder gewonnen. Sehr gut. Da haben wir den Spaß mal auf hier. Den Sound wieder lauter machen. Aber eigentlich Vorfahrt, ne? Interessiert die nicht.